So, Aufnahme auch gestartet. Die Hunde, jetzt stört euch nicht gegenseitig. Ich glaube schon, wir waren letztes Mal auf dem Weg und ich habe gedacht, vielleicht finde ich ja noch eine Phoenix-Basis. Oh, schön. Und die Basis wird wieder angegriffen, die eigene. Oh, Rekrutierungskosten sind jetzt sehr viel günstiger. Sind ja um 50% reduziert worden. Ich glaube, mein Gastmops rastet gleich aus. Weil die Balthasar zum Spielen gerade auffordert. Oh, jetzt höre ich, dass die hinter mir ausrasten. Ich habe die Mission zwar gestartet und dann gebreakt. Ja, das kann gut sein, aber das ist ja genau vor der Mission dann. Dann wird wahrscheinlich bei dem Erkunden hier die Mission starten. Unsere Daten haben eine halbverrückte Kreatur in den Ruinen einer alten Bibliothek entdeckt, die einer Seepocke mit menschlichem Gesicht gleicht. Die Kreatur war anscheinend eins der Leiter einer Bibliothek. Und sie ist immer noch menschlich genug, um den Weg in einen zu einem verborgenen Schatz zu weisen. Sie spricht ausschweifen und wir, aber irgendwie ziemlich interessant. Bittet die Jünger, ihre Weisheit zu ergründen. Der Flusslauf vorbei an Eva und Adam. Von der kurvigsten Küste zur Biegung der Bucht bringt uns durch einen Commodius Vicus der Rizioculation. Ach, nein, das interessiert mich nicht. Das heilige Buch der Seepocke. Wir sind immer noch irgendwie, dass mal in Westasien irgendwo eine Phoenix-Basis noch sein soll. Ey, es ist echt für den Arsch. Dass nicht die, also dann könnte man irgendwie machen, dass die Fraktionen vielleicht Hinweise für diese Phoenix-Basen hinterlegen oder einem geben. Das wäre, glaube ich, irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer. So, jetzt haben wir auch den richtigen Titel im Stream. Plop. Five by five. Setting it up. Oh shit. Er kann bestimmt zwischen den durchlaufen. Let's do this. Dashing ahead.
muss mal kurz die zwei Maps angucken. Die sind nämlich gerade hinter mir irgendwie, sich wirklich ein bisschen am Austoben. So. Wir sind so bekloppt, ey. Weiter, man muss sie müde machen. Dann ist sie wachs in deinen Händen. Ja, Doccam ist nicht mehr. All set. Here. Hallo, Vampy. Boah, es wird wieder so eine Nacht, wo ich nicht schlafen kann, ey. Weil die ganze Nacht über mich drüber immer hüpfen. Weil, woher weiß der Mops denn, was Wachs ist? Glaubst du, er lernt hier nichts? Ich hab den auf die Mobschule geschickt. Im Hausunterricht. Boah, wenn ihr gleich kotzt, weil ihr hier so abtobt mitten in der Nacht, ne? Gott sei Dank ist mein Hund genauso unfähig wie ich. Guckt mich nicht so an, macht was ihr wollt. Na komm, Uschi ist sterilisiert, da kannst du alles mitmachen, was du willst. Seltsame Geräusche sind Mobsgeräusche. Aber Balthasar hat schon keinen Bock mehr. Der hat da keine Lust drauf, den immer der Frau immer hinterher zu springen. Wenn die hier überall hoch und runter hüpft. Und das ist ihm zu doof. Na, das bringt er mir Spielzeug. Ach, Hund. Ihr seid alle sehr süß, aber... Guckt mal lieber auf den Tacho. Mm-hmm.
Ganz kurz, wie fandest du den neuen Star Wars? Nostalgisch, überfüllt und so kitschig am Ende. So, tut mir leid, ich habe jetzt nicht darauf geguckt, weil die... Ich bin gerade ein bisschen vom Hund abgelenkt. Ist ja auch mal was Neues. Das stimmt gar nicht. Harry Potter stirbt gar nicht im neuen Star Wars. Der Crossover kommt erst nächstes Jahr. Das ist überhaupt noch gar nicht so richtig angekündigt. Ich warte einfach eine Runde. Kommen hier eh noch ein paar Gegner. So. Gott sei Dank war die Basisverteilung nicht anspruchsvoll. Auch wenn ein Geschütz kaputt gegangen ist. Aber ein bisschen Schwund ist ja immer bei denen. Hat gut funktioniert hier mit dem Erkunden, ne? Es passiert gar nichts. Ah, jetzt. Die Menschen verlieren den Verstand, verletzen sich und ihre Freunde und schreien etwas über den König im Himmel, dessen Befehle sie nicht ertragen können. Es ist schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren. Wir müssen weiterkämpfen. Die machen wir nicht, weil wir haben Leben und Ausdauer verloren, gerade eine ganze Menge. Ich muss jetzt eine Struktur angreifen. Construction complete. Research complete. So, Achtung, diese Möglichkeit darf nur als letztes Mittel betrachtet werden. Wenn wir ausreichend Mengen an antediluvianische Virophagen in das Rezept Tentakel injizieren, lösen wir damit eine Kettenreaktion aus, die zum Tod des Planeten oder die zum Tod des Palastes und nach gewisser Zeit zum Tod jedes einzelnen Pandorianers auf Erden führt. Simulationen zeigen jedoch, dass auch ein Großteil der menschlichen Bevölkerung betroffen wäre, das unsere Spezies gefährlich nah an den Rand des Untergangs bringen würde. Sind wir bereit, dieses Risiko einzugehen? Die Fraktionen würden sich mit Sicherheit gegen uns wenden, wenn wir eine solche Gräueltat ernsthaft in Betracht zögen. Es ist besser, Leben zu opfern, um frei zu bleiben, als zuzulassen, dass das Jugurt-Wesen uns in Sklaven verwandelt. Wir müssen dem ein Ende setzen. Trotz unserem verbesserten Sicherheitsprotokollen sind Informationen über den Viophagen-Injektor durchgesickert. Infolgedessen haben alle Fraktionen die diplomatischen Beziehungen zu uns eingestellt. An diesem Punkt ist ein Krieg unvermeidlich. Aber keiner hasst mich.
Echo Haven is under attack. The Disciples of Anu Haven is under attack. Ruht euch aus, wir bringen das alles zu Ende. Haven destroyed. Ob ihr beide bescheuert seid, Kinders. Wo sind die Granaten? Die Menschheit ist eh schon fast zerstört. Also was soll da passieren? Tschüss, unbekannte Frau oder Mann, wer auch immer.